Und damit recht herzlich willkommen zurück aus der Pause. Game 1 haben wir gut verarbeitet, verdaut, wie auch immer, nennt es wie ihr wollt. Aber wir sind bereit für Spiel Nummer 2, das anscheinend spitzte Spiel des Tages. Ja. Nämlich Cloud9 auf der einen Seite, die gerade 3-1 stehen nach einer Niederlage gegen CLG, wenn mich nicht alles täuscht, letzte Woche. Und auf der anderen Seite Optik, 4-0 bisher alles weggefegt. Wobei man sagen muss, die Gegner von Optik bisher Mittelmaß, würde ich sagen, oder halt so von allem ein bisschen was. Jetzt dieses Wochenende kommt es aber drauf an. Ja. Ja, also ich bin da natürlich komplett bei Optik. Ich meine, nur weil sie leichte Gegner hatten, heißt das ja nicht. Ich meine, sie können sich ihre Gegner ja nicht aussuchen. Ja, sie haben es ja auch trotzdem gut gespielt. Ja. Also, nehmt das jetzt nicht so auf, als hätte ich gesagt, sie sind komplett schlecht und gewinnen unverdient. Aber es war jetzt, dieses Wochenende zeigt sich halt, sind sie wirklich eins der Top-Teams. Nämlich gegen die Jungs hier, gegen Cloud9 mit Blaber anstatt Svenskeren im Jungle. Das ist interessant, dass man hier die Änderung vornimmt. Vielleicht hat Blaber dagegen Midios einen Pick parat. Und Optik, ich habe schon gesagt, ich bin ein Freund davon, dass sie nichts mehr ändern. Sie spielen weiter mit dem gleichen Roster mit Dokla, Midios, Crown, Arrow und Big. Ja. Und sie haben anscheinend doch gegen die Golden Guardians verloren. Gegen wen hat ein Cloud9 verloren? Cloud9 hat gegen Golden Guardians und... Ach, Team Liquid hat gegen CLG. So rum. Tut mir leid. Ist halt, wenn so viele Top-Teams verlieren, da verliert man irgendwann den Überblick. Vor allem den Best of One. Ist halt immer ein Game nach dem nächsten, nach dem nächsten, nach dem nächsten. Zwei Tage jeweils und dann geht's ja schon wieder eine Woche lang in eine andere Region. Also kommt natürlich immer darauf an, wer was guckt. Ja, das ist eine interessante Statistik. Die Win-Ratio der Gegner, gegen die sie bisher gespielt haben, die ist halt nicht hoch. Ja, da sieht man, okay, vermeintlich leichtere Gegner. Wobei man, wie gesagt, auch auf jeden Fall erwähnen muss, dass Optik die Games sehr clean gespielt hat. Also im Endeffekt haben sie das auch alles sehr gut gemacht. Wenn ich mich richtig erinnere, hatten sie letztes Mal Probleme, das Game zu finishen. Also das war so das größte Problem bei ihnen. Da haben sie einfach extrem lange gebraucht. Nachdem sie ein extrem cleanes Early Game hatten, hat es halt einfach nicht geklappt, das Ganze schnell zu beenden. Und dann wurde es noch ewig verteidigt. Und da hat man dann schon so eine kleine Schwäche bei ihnen gesehen. Das ist jetzt sehr interessant. Wir sehen hier mal Svenskeren eingeblendet, der heute nicht spielt. Dafür Blaber. Warum, wissen wir nicht. Ich habe auch schon auf Twitter... Vor allem sind wir halt Stats ohne Stats. Ich glaube, es heißt einfach, in den Kategorien ist er Erster. Ah, ja, das kann auch sein, stimmt. Oder... Ranked, First immer. Ja, weil es würde trotzdem Sinn machen, dass da eine Zahl nebensteht. Schon. So. Dass man halt weiß, womit er denn überhaupt Erster ist. Ja, mit Grafiken hatten sie es bisher nicht. Ich meine, sie hatten ja auch in Woche 1. Weil sie haben es ja gerade aktualisiert, ist ja immer noch, oder? Waren das es sind jetzt andere Statistiken, das sind andere Werte. In Woche 1 hatten sie ja noch immer aufgelistet, welche Summoner-Spells jeder dabei hatte. Und da haben sie es nicht hinbekommen, bei Midlader der roten Seite die zu aktualisieren. Da war es immer Heal und Barrier. Und das haben sie einfach für Woche 2 komplett rausgenommen. Keine Summoners mehr. Ja. Ist halt, da sie, ich glaube, das, weil sie jetzt so ein komplett neues Overlay-System haben, weil sie das aktualisiert haben, kommen da mal ein paar Fehler vor, gehört aber mit dazu. Ich meine, bei uns wird ja auch manchmal das Overlay nicht aktualisiert oder irgendeiner der Caster, zum Beispiel ich, aktualisiert das aktuelle Match nicht. Passiert, ja, wir sind ja alle nur Menschen und Fehler, ja, okay, hören wir auf. Gut, ja, Zayze hier zu sehen, bisher auch eigentlich mit einer sehr soliden Leistung, muss man sagen. Allgemein Cloud9 erfüllt so ein bisschen die Erwartungen, auch Niski hat mir bisher wieder sehr gut gefallen. Es hat eine Niederlage aus vier Spielen. Kann man mal verkraften. Und jetzt eben gegen das momentane Top-Team. Und der Pop, danke. Danke. Da wird auch direkt gelacht. Das seid gut adaptiert. Sehr 200 gut. IQ Powerplay vom Jungle, vom Coach. Optik out Band. Ja. Ja. Pick und Ball geht jetzt schon auf Cloud9. Nein, nein. Müssen wir natürlich nochmal drauf gucken. Sona rausgenommen gegen Sneaky und Zayze, die haben das auch sehr gerne gespielt. Denn Olaf geht ebenfalls nochmal davon. Ist ein Pick, den Midios sehr gerne spielt. Midios ja sowieso ein besonderes Match gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber, gegen sein ehemaliges Team. Kennt ja noch ein paar Leute davon. Silas ebenfalls raus. Es sind die, bis auf Poppy, die gewohnten Bans. Ja, ich bin gespannt. Ich glaube nicht, dass Cloud9 jetzt Aatrox bannen wird. Sie sind immerhin hier First Pick, könnten sich das Ganze also selber noch sichern. Man sieht es ja auch, nimmt hier noch einen Jungler raus. Ein weiterer sehr favorisierter Pick von Optik, muss man auch dazu sagen. Also Sejuani haben sie bisher in, ich glaube, 3 von 4 Games gespielt. Da haben wir natürlich alle 3 Games gewonnen, wie wir oben logischerweise sehen. Jetzt wären sie eben nicht 4-0. Und jetzt die Frage für Optik natürlich, Yuumi ist noch offen, Aatrox ist noch offen. Willst eigentlich gegen beide nicht wirklich spielen? Oh. Entscheidest dich hier aber für Aatrox, ob das die richtige Entscheidung ist. Wird das Yuumi First Pick? Nee, nimm nicht. Akali. Aber die Sache ist jetzt, wenn du Yuumi pickst, gibst du Xayah Rakan ab. Ja,
Das stimmt. Das heißt, beide Botlanes haben Potenzial. Ich würde sogar klar, du könntest halt einfach Yumi Xayah nehmen. Oh, ist das so gut? Ich weiß es nicht. Ich habe Yumi Xayah. Also es ist natürlich nicht so, wie das, wie was wir mit Lucian gesehen haben. Ja. Aber Yumi an sich ist halt einfach ein extrem starker Champion momentan, ne? Stimmt. Ja, erstmal nimmt man Ryze mit. Vielleicht wartet man noch drauf ab, welche Botlane Cloud 9 will und antwortet dann drauf. Weil zum Beispiel jetzt kannst du Xayah Rakan abgeben und kannst du Yumi sichern. Ah, oder wenn. Oder du sicherst dir jetzt Yumi. Das ist der OP-Pick. Du musst ihn dir holen. Ja. Aber vielleicht haben wir sie auch nur. Vielleicht gab es auch ein Gentleman's Agreement, dass sie gesagt haben: Nee, Yumi, nee. Lass mal beide nicht picken. Da, an so Gentleman's Agreements hält sich ja heute auch keiner mehr. Es ja, ist ja auch bei. Auch. Oh, hey. Bin ich ein Fan von. Vor allem, weil es eine Botlane sein könnte. Ja. Das haben wir in der LCK gesehen, ne? Ja. Insgesamt. Also, ja, Sufel findet immer weiter zurück. Gragas ja sowieso, nachdem er eben die Buffs auf seinen ganzen Stats bekommen hat, auf seinen Base-Stats. Ja. Ja, und Yasuo halt, wie du gerade schon gesagt hast, in den anderen Regionen immer wieder ein Bann wert, einfach weil er halt auch noch extrem gut aussah. Also, viele Anpassungen hat er jetzt zuletzt nicht bekommen. Ich glaube, den größten Nerf, den er jetzt in vergangener Zeit bekommen hat, war zusammen mit den Crit-Item-Änderungen, oder kurz danach zumindest. Er hatte damals dieses kleine Treatment bekommen, weil ja diese Crit-Chance verändert wurde, dass er ein bisschen besser mit diesem Crit skaliert dann. Und das hat man dann aber gelassen, als die Crit-Items wieder besser wurden. Ja. Und dann war er so halt zwischenzeitlich komplett kernbroken. Das hat man jetzt aber so halbwegs rückgängig gemacht. Jetzt ist er auf einem soliden Level, würde ich sagen. Mal schauen. Ja, Bans gehen erstmal durch. Rakan natürlich, wenn man immer noch im Hinterkopf hat, könnte Xayah Rakan werden. Ja, theoretisch könnte das auch genauso, wie es gerade aufgelistet sein, Cloud 9's Comp sein. Also Niski mit Yasuo, könnte auch Licorice mit Yasuo werden. Ich weiß nicht, ob Sneaky der beste Yasuo-Spieler ist, aber ich bin offen für alles, weil es wäre halt gegen Sive Yumi gar nicht so schlecht. Ich meine, er hätte da eine neue Cosplay-Idee. Hat Sneaky schon mal ein männliches Cosplay gemacht? Ich habe keine Ahnung, Klax. Glaub nicht. Nee, ich glaube, der hat bisher nur so diese femininen Skins ausgepackt. Guter Einfall. Also sollte man dem vielleicht mal ein bisschen sagen, Variety muss da reingebracht werden. Wir wollen ja alles sehen. Also, Moment. Ja, gut, kommen wir zurück zur Pick- und Bannphase. Alistair noch rausgekommen. Kennen auch noch raus hier, um die Teamfight-Möglichkeiten von Optic Gaming ein bisschen abzuschwächen. Und jetzt kommen wir zu den letzten Picks. Mal schauen, was Optic da noch in der Hinterhand hat. Ah, da sagst du einmal was Falsches und denkst jetzt drüber nach. So, ah. Ja, es ist wie bei dir im Stream, ne? Da sag ich einmal einen Caster geflamed. Kernos meint ja immer noch deshalb. Wirklich? Ja. Ja, erzählt es dir immer noch. Deshalb, eigentlich sollten wir auch alle zusammen in ein Büro kommen. Das passiert gerade noch nicht, dass zwar Kernos nicht mit mir in ein Büro will. Ach, das ist hart. Leute, glaubt mir das bitte nicht, wenn jetzt irgendwer ankommt. Und warte, war da nicht irgendwas mit einer Serie? Was haben wir das in? Serie? Ja. Hier, von Sola. Du hast ja den perfekten Plot hast du ja schon bekommen. Aber gut, kommen wieder zurück. Ich verkaufe das Drehbuch für ganz viel Elo. Danke. Ja, du hattest es schon angesprochen, Sneaky hast du eher nicht so auf Yasuo gesehen, er sich anscheinend auch nicht. Nee. Dafür haben sie sich eben auf Ezreal Braum gesehen, immer noch eine super starke Botlane, einfach weil Ezreal halt Q schießt und schon wird die Passive von Braum halt geprockt. Funktioniert extrem gut, ist super sicher, auf der anderen Seite allerdings ist es eben ja eine Sivir und sie drückt halt einfach Spell Shield, fängt das Ganze ab und ja, auf Seiten von Optik, wenn jetzt hier der Gangplank noch durchkommen sollte, sagt man sich, Leute, lasst das Game einfach super lange scalen. Und nachher rollen wir dann drüber. Ja, definitiv. Gangplank finde ich noch ganz schön. Aber wir können gespannt sein. Eigentlich sträube ich mich dagegen, einem Yasuo einen Win hier vorher zu geben. Aber wenn ich mir so die Teamcoms angucke, ich glaube, Cloud9 hat das Teamcom technisch. Auch wenn ich mal nicht auf die Teams achte oder so, wirklich nur von den Champions. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Es ist schwierig. Also es ist halt wieder, du kannst es halt am Timer irgendwo ausmachen. Obwohl auf der anderen Seite natürlich, du hast bei Cloud9 auch noch ein mögliches Scaling. Ich meine, Yasuo ist einer der Champions, die extrem gut ausscalen von den ganzen ADCs. Auf der anderen Seite, Ezreal hat auch mehrere Möglichkeiten, eben was er bauen kann. Aber du hast halt einen GP, der ist nochmal eine andere Dimension von Scaling, einen Ryze ebenfalls. Ja, und die Yumi, wir können sie halt immer noch schwer einschätzen. Aber ihr Grundkit sagt halt erstmal, gerade vor den Nerfs, ist ziemlich broken, deswegen bin ich gespannt, wie die Botlane da unten abläuft. Hast natürlich in der Theorie erstmal auf beiden Seiten irgendwo einen Poke.
Ja. Die Frage natürlich auch, wie kannst du Braum wirklich umsetzen? Wird er irgendwie rankommen an Deceiver? Wird das eine Möglichkeit sein? Oder wird er halt im Endeffekt im Nichts verschwinden? Wir werden es sehen. Da du für die Yasuo-Kump gegangen bist, sag ich, Optik gewinnt das. Die holen sich das 6-0. Oh. Die werden Erster in diesem Split. Okay. Da können wir gespannt sein. Mal vielleicht erstmal für dieses Spiel denken. Ihr könnt natürlich auch wieder im Chat eure Meinung abgeben. Was glaubt ihr, wer gewinnt das Ganze? Ist es Cloud9? Oder ist es Optik Gaming? Außerdem hat Big vorher gegessen. Und Sneaky hat nur ein Buch gelesen. Und woher hast du das jetzt? Es war doch davor in dem... Weißt du, das, was die Zuschauer nicht sehen, ach, weil das... Der Pausenscreen. Genau, im Cleanfeed angezeigt. Den gucke ich mir nie an. Ich schlafe an den Pausen immer. Ist doch wichtig, mit was sie sich identifizieren. Ja, ich weiß, dass Double Lift Mülleimer in der Hand hat. Mehr brauche ich nicht so. Das sind die Infos. Wir kriegen gleich das Interview. Finde ich sehr schön. Sabotin, Optik undefeated, still coming into this weekend, but have to play Cloud9 today. Did you get the draft you wanted to keep the undefeated streak alive? I'm really surprised from the draft I've seen in the kind of super target ban, the comps we use in the past. We have a lot of tools in our comp. We'll see how it goes. It's a very slow comp, but I think we have chances to win. I think it's a 50-50 draft, to be honest. Anything that wasn't expected, given that they are playing the C9 A special in Gragas and Yasuo? No, we used to be a bad team. We played C9 Academy a lot, so we're used to it. No worries. All right, Sabotin, thank you very much and best of luck for the game. We're back to the casters for the call. Sehr schöne Aussage. Erst zur zweiten Frage von wegen, ob man denn vor Gragas Yasuo ein bisschen Angst hat oder so, ob man das jetzt so erwartet hat, blablabla. Da meint der Coach schon Optik, ja, wir waren ja mal schlecht und da haben wir sehr oft gegen das Academy-Team gescrimmt, deshalb kennen wir das schon. Denn das Academy-Team packt das auch sehr gerne aus. Und am Anfang war einfach noch die Aussage, dass es so ein 50-50-Draft ist. Man war ein bisschen überrascht von Cloud9, aber man hat selbst genügend Tools. Und der Coach Sabotin meinte noch, das Ganze ist halt ein sehr langsamer Draft, also eine sehr langsame Team-Comp, die man hat, könnte aber trotzdem genügen oder sollte trotzdem genügen. Klang jetzt nicht so überzeugend, wenn ich ehrlich bin. Das nee, muss so ich auch sagen. Da war nicht so viel Confidence hinter. CVQ geht auch erstmal ins Nichts. Auf einer Seite auch nochmal Sneakies und Zazen's Q ab ins Leere. Ja, es sind die ersten Annäherungsversuche. Dauert ein bisschen. Vielleicht noch nicht ganz warm gespielt. Da war ein bisschen mehr Puck drin jetzt. Ja, man sieht's halt schon. Also die Katze ist schon... Yumi ist nervig, gerade wenn man gegen sie spielt. Ich meine, wenn man sie selber spielt, hat man den Spaß seines Lebens, weil du eigentlich nur eine Hand brauchst, so ein bisschen. Nebenbei essen kannst oder so. Ist halt so dieser typische Meme-Solo-Q-Champion. Ja, aber auch, weil sich die Q einfach super unfair anfühlt. Also ist halt... Du kannst halt den Skillshot steuern. So. Weiß ich nicht. Vor allem, du kannst den ja auch noch so Disrespect-Kurven und sowas fliegen, ja. Weißt du? Das ist halt... Hör mal, Looping rein. Erstmal fünfmal auf der Stelle drehen und in den Gegner. Es ist halt, es ist ein Tilter, wenn dich das trifft. Stell dir mal Yumi in Earth vor. Oh Gott. Das ist halt Q, 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 Q. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, die Cooldown ist dann so niedrig, dass der Skill doch fast schon wieder zu langsam ist, oder? Das könnte, aber die Frage ist... Ob sie zwei gleichzeitig steuern kann oder vier oder fünf. Das wäre ziemlich hart, aber... Ja, Earth ist erstmal in weiter Ferne. Wir gucken auf das Game hier. Vielleicht so ein bisschen mit einem Auge schon Richtung Teamfight Tactics, denn da bin ich sehr drauf gespannt. Ja. Aber das ist auch nicht Thema für dieses Match jetzt. Ich glaube. Dauert ja auch ein bisschen, ne? 9-12 war ja erst gerade. Drei Tage PBE ist PBE kommt ja jetzt bald. Ja, gut. Ich weiß schon, was ich mit gib's dir wieder an mache. Mit deinen PBE-Privilegien. Jeder kann PBE-Counter. Du musst nur Honor Level 2 sein. Okay. Das heißt, du darfst nicht toxic sein. Und alle wissen, wir sind natürlich nicht toxisch. Nein. Super ausgeglichen. Selbstverständlich. Aber naja, kommen wir zurück zu der Partie hier. Ich glaube, die Spieler hier sollten auch nicht so toxisch sein. Der Poke, wir hatten es angesprochen. Man zeigt auch gerade hauptsächlich die Botlane, weil es halt ein interessantes Matchup ist, was wir so, glaube ich, auch noch nicht hatten. Ja, Sivir und Yumi können da gut reindrücken. Und währenddessen, was auch gedrückt werden könnte Dokler sein. Hier, der wird von Licorice und Blabber angegangen. Bauchrahmen mit dem Fast. Und der Schaden reicht nicht aus. Die Heilung von Dokler. Der überlebt das Ganze. Er scheint... auch andere Champs als Poppy spielen zu können. Ja. Ist natürlich ein, ja, so eine Standard-Lane für einen GP. Er kennt das schon. Sobald du GP spielst, bist du halt einfach sofort im Auge des gegnerischen Junglers, weil ja. Man möchte ihn einfach Early Game so hart wie möglich zerstören, niedermachen, damit er gar nicht richtig ins Late Game kommt. Gleiche gilt allerdings auf der anderen Seite auch für einen Yasuo, wobei das eher so ein Solo-Queue-Phänomen ist. Jeder, der schon mal Yasuo gespielt hat, weiß, wovon ich rede. Komischerweise ist dann der Jungler irgendwie 90% öfter in der Midlane. Und so die der ADC auch vom Gegner. Und der Supporter auch. Und der Toplane auch aus irgendeinem Grund. Man weiß nicht warum.
Irgendwie wollen die einen immer in der dritten Minute fünf Mann Tower da. Das kennt, glaube ich, jeder. Ah ja, wir hatten, glaube ich, einen Gangplank bisher. Ich bin mir nicht sicher, ob wir vielleicht sogar mehrere hatten, aber Solo hat den einmal gespielt. Ja. Sogar sehr erfolgreich. Solos Gangplank war quasi der Solo-Carry in dem Spiel für Echo Fox. Ich glaube, gegen Team Liquid in Woche 1, wenn mich nicht alles täuscht. Ich würde gern häufiger Gangplank sehen. Ist ja glaube ich, so ein bisschen ein NA-Special-Pick hier und wieder, weil NA ist, glaube ich, die einzige Region, die auf die Idee kommt, ihn regelmäßig zu spielen. Aber es ist regelmäßig hin und wieder zu spielen. Würde mich freuen, wenn der irgendwie vielleicht, ich weiß nicht, ob er gebufft werden muss, ob irgendwas an der Meta sich ändern muss. Ich glaube, wenn jetzt die Ardent-Meta kommen könnte, wird es aber schwierig für Gangplank, weil du auf der Top-Lane wahrscheinlich eher diese Engage- und Frontline-Champs haben willst. Ja. Aber ich würde mich freuen. Für ihn ja insgesamt lange so eine Frage auch gewesen, wie es halt ist mit dem Scan. Ich meine, Sabotin hat es eben gerade schon angesprochen gehabt, also der Coach von Optik. Es ist halt eine sehr, sehr, sehr langsame Comp, die sie hier gepickt haben. Und das ist ja eher nicht das, was wir im aktuellen Metagame wirklich vertreten sehen, gerade im Hinblick so auf die besten Teams oder die Teams, die Meta aktuell am besten spielen. Sowas würdest du bei einem G2 halt nicht sehen. Nee, definitiv nicht. Ja, man sieht's, man muss sich hier schon zurückziehen. Wenn man eben befürchtet, dass auch noch Skarner dazukommt. Und der Poke einfach von aktuell zu stark, aber man hat noch das TP von Sneaky, das setzt man hier auch gleich ein. Daher kriegt halt sofort die Yumi-Q ins Gesicht. Ist halt unangenehm, aber aus ja, Sivir Poke TP auch nochmal. Ja, hat sich gelohnt, würde ich sagen. Ja. Ich meine, Sivir ist... Man kann es halt auch nicht schönreden, sind wir mal ehrlich. Ja? Es geht nicht. Es ist disgusting. Es ist Yumi. Tut halt einfach nur weh. Ja. Ah, okay. Schmerz scheint auch Medios zu empfinden. Da würde ich gerne. Wie ist das passiert? Ja, das scheint Niski ein bisschen schneller geromt zu sein. Jetzt hat man natürlich Vorteile am Drachen. So ein Höllendrache für die Teamkomp von Cloud9. Ja, schmeckt. Vor allem Yasuo mit einem Kill. Ja, auch keine Möglichkeit, da jetzt irgendwie nachzuziehen oder rechtzeitig nochmal da anzukommen. Hast zwar TP auf the Sivir, könntest theoretisch auch noch Yumi mitnehmen, aber man sieht's. Du nutzt das Ganze hier lieber für die Lane, um dann auch entsprechend dein Farmlead da zu behalten. Aber es ist halt ein Infernal Drake. Einerseits halt ein super starkes Tool, was gerade ja auch so ein bisschen diese Differenz zwischen eben dieser Heavy Late Game Comp und der ja immer noch gut scannenden Comp ausmacht. Und hier sehen wir es. Das war stark. Ja. Damit hat Medios nicht gerechnet. Nee, und vor allen Dingen konnte er auch nichts tun. Ja, also nach der Combo mit Bauchrammer und Fleisch von Gragas hat er keine Möglichkeit mehr. Ah, hier oben Dokla gegen Licorice. Die Gangplank wurde nochmal gezogen. Midas ist auch da, aber Licorice mit dem Solo-Kill hier. Müsste noch den zweiten Ult-Charge haben, wenn mich nicht alles täuscht. Nee, er flasht im Endeffekt. Der zweite Ult-Charge war schon raus. Damit hat er den Lasted geholt. Midas kommt nicht ganz ran. Hat jetzt den Level 6 bekommen. Aber macht nichts weiter. Also stark gemacht von Licorice hier. Hält Cloud9 weiter vorne. Das ist für GP natürlich auch nicht das angenehmste Matchup. Nee. Er spielt das Ganze natürlich da oben jetzt auch nicht, um die Lane zu gewinnen, sondern eben für sein Late-Game-Damage. Allgemein, die zwei Kills, die bisher hier gefallen sind, sind noch kein Zeichen irgendwie für Optik in Panik zu geraten. Das ist etwas, womit sie sicherlich gerechnet haben, nachdem sie diese Draft hier auch gefahren haben. Ich meine, sie haben halt immer noch Yumi im Late-Game. Wird super schwer sein, Sivir auch zu treffen oder beziehungsweise Sivir auseinanderzunehmen in Teamfights. Ja. Sehen wir es nochmal hier oben. Das war super clean gemacht von Licorice. Holy moly. Der weiß, wie man den Champion spielt, anscheinend. Akali momentan nicht mehr so oft gesehen. Aber jetzt auch noch aus der Perspektive. Ist halt smooth. Aber es ist doch so ein bisschen das Problem natürlich, was Akali eben balance-technisch hat. Ja. Du siehst halt so eine Akali. So, sie wurde halt 100-mal genervt. Und dann denkst du dir, die scheint immer noch ziemlich stark zu sein. Wobei das natürlich jetzt ein gutes Matchup für sie ist. Und in der Solo-Queue hast du halt Akalis, wo die halt 40% Winrate haben oder 30% Winrate, weil die halt niemals so spielen werden. Also kommt natürlich auf die Elo an. Solo-Q ist natürlich sämtliche Elos, aber ihr wisst schon, was ich meine. So im Gold-Platin-Bereich ist einfach ein ganz anderes Niveau. So ein richtiger Pro-Player kann aus den neuen Champions mittlerweile viel mehr rausholen als aus den alten Champions. Sowas wie eine Annie, so klar, du merkst irgendwo den Unterschied, gerade im Makro, wenn halt ein Challenger-Spieler Annie spielt. Aber microtechnisch wirst du halt jetzt nicht irgendwie bei einer Annie die super krassen Sync Plays sehen, die sonst keiner hinbekommt. So ist es halt Flash Ult. Ja. Hier nochmal, das war ein sehr schöner Moment, gerade als Blaber da am Busch gewartet hat. Und Dokel läuft einfach dran vorbei. Konnte im Endeffekt einfach nichts machen, weil im 1 gegen 1 hätte Gragas, glaube ich, einen kürzeren gezogen.
Hier unten. Weiterhin die Trades. Der Poke von Optik nicht schlecht. Super unangenehm. Sneaky hat auch das Problem, er geht sehr schnell um. Hat seine Trainer noch nicht, hat sich dafür Schienen entschieden. Hätte aber genug Gold jetzt. Da hinten lauert nochmal Videos. Er trifft am Ende nicht, das wäre ärgerlich. Ach Mann. Ach, aber da habt ihr gerade gesehen, was ich meine. Die schöne Disrespect Cue. Der Looping Louie. Es fliegt halt einfach um dich rum. Und in den meisten Fällen trifft es dich dann. Ja. Sneaky hat kein Teleport zur Verfügung, ist trotzdem in der Base. Blaber versucht jetzt mit Zaze zu verteidigen. Aber wir sehen schon, der Turm da unten, der hat gut gelitten. Auf der anderen Seite geht man jetzt auch in die Base. Das heißt, noch steht der T1 nur auf der Botlane. Aber innerhalb der nächsten Minuten, vielleicht sogar bis zum Drake, könnte es sein. Dann schau dir mal Rice-Item-Bild an, ne? Der denkt sich halt auch, ja, 50-Minuten-Game können wir schon machen. Ja, Crown nochmal jetzt auf, also Crown zuletzt immer mit so ein paar spezielleren Picks, sag ich mal, zum Beispiel sein TF war ja auch mit dabei. Ja. Aber Double Scaling halt auf Rice haben wir schon etwas länger nicht mehr gesehen. Normalerweise war es halt immer, ja, nur Seraphen und dann halt in Magic Pen rein oder halt in Hourglass. Righteous Glory haben wir hier und da noch oft gesehen. Wird jetzt ab dem neuen Patch, also ab der Abänderung von Rice, nochmal deutlich interessanter. Einfach weil das Mana-Scaling nochmal erhöht wird. Aber dieses Double-Scaling, das deutet halt auch wirklich darauf hin, was ihr Gameplan hier ist. So, nicht zu viel verlieren in diesen ersten Minuten. Und dann irgendwann ab der 30. Minute das Spiel halt komplett übernehmen und jeden Teamfight gewinnen. So, zumindest die Theorie. Natürlich die Frage, wie sie es in der Praxis dann noch umsetzen können. Aber ich meine, sowas wie ein Scanner erfordert jetzt nicht ganz so viel Skill, du drückst halt eher. Das ist richtig. Schnell sein, raussprinten, ulten. Ja. In der Mitte, Niski. Auch er braucht natürlich schon ein bisschen, du hast vorhin angesprochen, das Scaling beim Yasuo auch echt nicht schlecht. Ja. Und deshalb nochmal super angenehm, dass man hier so früh einen Kill bekommen hat, Likirsch. Ja, mit einem netten Akali-Trade. So kannst du spielen. Und ich hab's schon angesprochen, der Botlane-Turm, der ist in Gefahr. Und Arrow gibt sich da alle Mühe, um da schnellstmöglich reinzupushen. Noch reicht's nicht ganz. Die letzte Turmplatte steht da noch. Ja, aber man sieht's halt schon. Also, die Wave wird halt am gegnerischen Turm angenommen. Und dann wird halt gleich wieder reingepusht. Jetzt sucht man hier so ein bisschen die Antwort auf diesen extremen Botlane-Push mit diesem Herald. Aber den ersten Turm, den muss man hier leider aufgeben. Man sieht's auf der Botlane. Hey, jetzt die Yumi, oh, jetzt Zaze versucht das Ganze irgendwie zu countern, aber das Special von Arrow ist sehr stark. Das reicht aber im Endeffekt chancetechnisch nicht, aber Schaden haben wir noch für Toplane. Na, Licorice war das hier sehr gut zusammen mit Blaber, man kriegt wieder Dokla. 0-2 Pirate zu Toplane. Und jetzt auch noch der Herald Spawn. Man verliert zwar den ersten Turm an Optik, aber man kriegt dafür Topstart den Kill und eben selbst nochmal ein paar Turmplatten. Das ist eine gute Antwort von Cloud9. Klar, es ist bitter, weil der Drache auch noch abgegeben wurde, aber tempotechnisch sind sie da trotzdem noch auf einem guten Level. Definitiv. Wir sagen es ja auch immer wieder. Also Teams, die es halt schaffen, den Herald vor der 14 Minute einzusetzen und damit entsprechend viele Playtings auch noch zu bekommen. Die wissen auf jeden Fall, wie man diesen Herald einsetzt. Ja, man bekommt diesen Turm hier nicht ganz, aber man hat halt die meisten Playtings oder alle Playtings da oben bekommen. Jetzt sehen wir auch nochmal, wie Dogla da abgeholt wird. Ich vermute mal, er konnte da wieder nicht so viel tun. Keine Chance. Eher nicht. Oh, schönes Stopwatch auch von Blaber. Und dann Licorice tankt halt so lange, wie er muss. Cleaner Dive. Das ist halt die Frage, hätte er nach oben flashen sollen? Also hinter den Turm? Oder hätte ihn Akali da auch bekommen? Weil da natürlich immer die Frage ist, sie hat ihn halt mit diesem verstärkten Auto-Attack ja getötet. Und da kommt es immer darauf an, ob der Spieler weiß, wie er mit der Mechanik umgeht. Sollten sie natürlich auf dem High-Level, dass man das disablen kann, dass du den Turm angreifen kannst. Hast du das drin? Ich nicht, nee. Ich bin Support, ich brauch sowas nicht. Ah, Klacks. Ich werde dich das nächste Mal dran erinnern, wenn irgendein ADC mit 1 HP überlebt, weil er sich hinterm Turm versteckt. Dann blame ich meinen ADC. Na klar. Ich hab die Mechanik nicht, nee. Ich hab aber, dass ich Champions fokus. Also, wobei, das ist doch das, oder? Du kannst in dem Moment nur Champions angreifen, ja. Achso, ja, nee, dann, ich dachte, es gibt nochmal für einen Turm extra Dinge. Nee, aber nee. Ich hab das. Also anstatt Minions und Türme oder irgendwas greifen. Achso, nee. Ich meinte diese Mechanik, dass du eben nur den Champion angreifst. Ja. 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 Das hast du. Ja, also hab ich's doch.
kannst mich doch nicht blamen. Aber ich benutze es halt legit nicht, weil ich wie gesagt supporte. Du flamest trotzdem deine AC. Richtig, ja. Vielleicht muss hier einer von Cloud9 geflamed werden, denn Blaba geht da sehr schnell down. Nisqy versucht dagegen zu traden. Die Bombe auch nochmal nicht schlecht. SWO geht schadenstechnisch auch gut durch. Und jetzt kriegt Zayze da seinen ersten Crown nochmal mittendrin im Getümmel. Kann da vielleicht noch rauskommen. Nein, Liquid. Oh, wobei die Heilung von Yuumi. Liquid ist da noch dran. Er fällt aber trotzdem Double Kill für Zayze. Das ist ein True Supporter und immerhin der Damage von Yuumi und Sivi hier. Nisqy versucht es nochmal, geht da rein, teilt ebenfalls Damage aus super viele Kills und Dogler darf sich nochmal einholen. Und jetzt ist Braum der Supporter, der den Double Kick geholt hat. Hier auf der Flucht. Ah, ja, und da haben wir gerade gesehen, wie stark eine Yuumi halt ist. Ei, ei, ei. Warum du sie lieber bannen solltest. Die Heilung auf Crown war halt insane. Jo. Also ich meine, es ist auch immer noch der alte Ryze, also der wird hier wahrscheinlich auch das eine oder andere Schild bekommen haben. Wir sehen es jetzt nochmal. Macht's auch gut. Perfekt halt nochmal auf Blaba den Cage. Dann die Ultimate von Yasuo, die halt hier schon sehr, sehr früh rauskommt. Und Meteos wird hier leider nicht mehr gerettet. Aber jetzt sehen wir es nochmal auf Crown. Also Akali geht dann hinterher, der Schaden reicht ja nicht aus. Dann kommt noch mehr der hier von Yuumi. Und dann konnte er halt nochmal entweder ein eigenes Schild prunken oder es war ein Schild von Yuumi. Auf jeden Fall hat das Schild da ausgereicht und dann haben wir den Schaden halt gesehen von Sivir, den sie austeilen kann. Nisqy hat natürlich das Problem, er hat jetzt keine Ultimate mehr. Dementsprechend war die letzte Aktion, dass er da versucht hat, nochmal irgendwie das Ganze zu turnen. Ja, fragwürdig. Er hat vielleicht sein Damage ein bisschen höher eingeschätzt. Aber ohne Ultimate bist du halt, hast du halt nicht mehr so potent, was das 3 gegen 1 angeht. Ja, und das ist auf jeden Fall eine Aktion, die Optik hier mindestens zurückgebracht hat in diesem Spiel. Gehört technisch sogar ein bisschen vorne jetzt. Dazu haben sie den Bergdrachen, der später nochmal wichtig wird. Der nächste Drache ist nochmal ein Höllendrachen. Wenn sie den bekommen, gleichen sie da auch aus. Vor allem entsteht der Toplane-Turm noch und den wird Sivir wahrscheinlich sogar verteidigen können. Skarna kommt jetzt dazu mit Yuumi. Ja, Nisqy muss da aufpassen. Ja, man sieht's. Also nach wie vor kein Turm für Cloud9. Ist natürlich schon entsprechend low, also irgendwann wird er dann eben da oben fallen mit den nächsten Waves. Es sieht halt disgusting aus. Hier muss man aufpassen. Bla, oh, das Fass geht komplett ins Leere. Und Meteos, der sprintet einfach raus. Ah, kein Problem da für ihn. Es ist halt gerade gegen diese Komp, jedes Fass, das Blaber ins Nichts haut, bedeutet halt erstmal für Optik, wir haben 90 Sekunden Ruhe. Schöne Special von Arrow. Und der Schaden von Arrow, ey, mittlerweile schon. Man sieht's auch, er hat einige AD-Werte da am Start. Also Infinity Edge auch gleich schon fertig. Und damit hast du eine CV halt hier echt gut ins Game gebracht. Auf der anderen Seite sieht Ezreal nicht so gut aus. Und ja, auch wenn wir uns killtechnisch das mal anschauen. Also klar ist nett, wenn der Support 2 Kills hat. Aber auf der anderen Seite ist natürlich nicht das, was du hier haben möchtest, wenn du eben gegen so eine stark scalende Comp spielst. Gerade nicht bei so Supportern wie Braum. Also wenn es zum Beispiel irgendwie eine Lulu ist, die dadurch schneller an ihr Aden kommt. Mhm. Oder eine Karma, wie auch immer. Oder ein Pike. Pike theoretisch auch, weil Pike kann das Gold ja nochmal verdoppeln. Das ist aber ein ganz extremer Fall. Aber es gibt halt Supporter, da kannst du es verargumentieren, dass er die Kills bekommt. Aber Braum ist eindeutig keiner von denen. Hier nochmal der Drache jetzt für Optik. Ich habe es gerade angesprochen, damit können sie die Höllendrachen ausgleichen. Das heißt, beide Seiten kriegen da 10% extra AD und AP. Ja, damit hat halt Cloud9 auch diesen Vorteil, den sie sich im Early Game holen konnten, jetzt eigentlich verspielt, weil ihr könnt es nachrechnen, 10% gegen 10% kommen wir im Endeffekt wieder bei der gleichen Situation raus, als wenn beide keine Drachen hätten. Das wird natürlich später dann noch wichtig, wenn es um den Elder Drake geht. Da zählt das Ganze dann eben noch entsprechend mit rein. Aber jetzt hier gerade Midgame wieder so einen kleinen Vorsprung, den du erstmal verloren hast. Ja. Nächster Drache auch nochmal ein Wolkendrache, das heißt Movement Speed. Nochmal für eine Sivir, für einen Skarner. Ja, auch ein Gangplank und ein Ryze. Also, ich meine, die leben ja alle ein bisschen davon. Ja, schau dir an, Ryze hat Face Rush. Also, schon ganz eindeutig, in welche Richtung das da bei ihm gehen soll. Sneaky ist ja jemand, der macht sowas gerne, aber ich kann mich noch dran erinnern an eine Szene, die tut mir besonders weh, weil letzten Split war es, glaube ich, gegen TSM, der über seine, oder war es sogar letzte Season, auf jeden Fall gegen TSM, aus dem Nichts einfach die Ult Richtung Blue Buff schießt und er kriegt den halt sogar noch. Ja. Er ist da teilweise, da hat er sogar noch einen Kill, auf jeden Fall, insaner Dude, also da geht manchmal für diese, cheesy Ults mit Ezreal. Ja, ist ja auch no risk im Endeffekt und wenn es klappen sollte, dann eben, High Reward jetzt auch nicht unbedingt, außer es ist halt ein Kill. Ja. Aber es lohnt sich halt schon, einfach mal eine Ultimate so in Richtung Buff zu setzen, weil du eben weißt, dass der gerade angegangen wird. Ja, Braum funktioniert natürlich noch einigermaßen eben gegen diesen Yuumi-Poke. Auch zusammen mit der Q von Sivir. Ja. Vor allem wird Zayze später auch nochmal wichtig, wenn es eben darum geht, vielleicht diese erste Eröffnung abzuwehren. Wenn er eben vorne steht, mit seinem Schild ein bisschen den Poke abblocken kann. Vielleicht sogar mit seiner Ult, den Engage, dieses auf
Cloudline raufrennen, abwehren kann. Und vor allem, wenn er seine Ult gut setzt, und bei Gegnern, zum Beispiel bei Skarner, ist Predator raus, Sivir Ult ist raus, dann kann Cloudline eben re-engagen, wenn sie das gut gespielt kriegen. Aha, wir sehen aber auch gar nochmal goldtechnisch, ne? Zwei QSS sind jetzt hier schon raus. Ist auch eine richtige Entscheidung. Entscheidung von Cloud9 an der Stelle. Sneaky wird es nicht unbedingt brauchen, weil es wird super schwer werden für Meteos, irgendwann mal in Ezreal Range zu kommen. Aber sowas wie eine Akali oder Yasuo brauchen wir es auf jeden Fall. Definitiv. Wir haben gerade gesehen, der Versuch über die Yuumi Ult das Ganze zu eröffnen. Hat aber nicht gereicht, weil Zayze im Endeffekt noch rausflasht. Ja, es ist gerade wieder dieses Abtasten. Der Baron ist jetzt zwar da, oder spawnt jetzt, aber den kannst du effektiv noch nicht starten. Und da kein anderes großes Objective da ist, geht es irgendwie darum, jetzt vielleicht die Türme mitzunehmen. Das schafft man aber auch nicht, weil im Split-Push gleichen sich eigentlich alle aus. Wir können das zumindest verteidigen. Vor allem ist es halt so eine angenehme Situation gerade für Optik. Ja. Wir brauchen uns nur Ryze Itembild anschauen. So, der sagt mir halt, gib mir noch 3 Minuten für Roll of the Ages. Danach gib mir noch ein bisschen Zeit, um halt meine Tier voll zu stacken. So, und danach gib mir eigentlich noch ein bisschen Zeit für noch 2, 3 Items. Ja. Und so entspannt, wie sie hier halt auch aktuell farmen und spielen können, sieht halt für Cloud9 gar nicht mal so gut aus, das Ganze hier an sich zu reißen. Ja, Arrow ist auf 2000 Gold knapp vor Sneaky. Also ihr Hauptziel wäre halt jetzt einen Teamfight zu finden mit dem Gragas und dem Yasuo zusammen. Wenn sie das schaffen und daraus dann entsprechend viele Türme auch bekommen oder vielleicht sogar einen Baron, dann haben sie hier nochmal eine Möglichkeit, extrem weit nach vorne zu kommen. Aber mit jeder Minute, die hier verstreicht, ja, geben sie... Oh, Crown sehr weit vorn. Und das war schnell reagiert da auf die Gragas-Ult. Oder auf die Gragas-Bauchrahme, direkt die Yasuo-Ult so rum. Und dann kriegt man auch den Kill. Es ist eine simple Combo. Weil im Endeffekt muss Blabern nur irgendein CC treffen oder irgendein Knockback, Knockup, was auch immer treffen. Und Yasuo kann seine Ult-Taste spammen. Vorher brauchte nicht mal sein Fass für die ganze Sache. Aber dafür sein Flash, also das muss man auch bedenken. Er hat jetzt eben Flash für Flash getradet. Hätte Crown sich überlegen sollen, ob er da überhaupt sein Flash einsetzt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass er das hier überlebt, war super gering. Gerade wenn so eine Minion-Wave nachkommt, kann halt Yasuo einfach durch die Minion-Wave dashen und dann holt er dich trotzdem noch ab. Ihm ist das egal. Er hat auch noch QSS, was auch gegen Ryze halt sehr, sehr gut funktioniert. Und am Turm cagen wird halt schwierig. Ah, hier muss man nochmal aufpassen. Predator gezogen, aber kein Catch-Versuch am Ende. Zayze kassiert immer ein bisschen Poke. Mehr aber auch nicht. Das ist, wie gesagt, das ruhige Abtasten. Drake in 30 Sekunden da und dann wird es wahrscheinlich zur nächsten Teamfight-ähnliche Situation kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass beide Seiten da früh committen, aber wir könnten vielleicht ein kleines Gemetzel sehen. Na, Ward-technisch sieht man da aktuell noch nicht so gut aus auf Seiten von Cloud9. Ein Ward hat man da allerdings noch, also ein bisschen was sieht man. Aber wenn wir die Botlane natürlich als Ganzes betrachten oder so um den River herum, hat der Opti gerade die Nase vorne, was sich dann geht. Auf der anderen Seite sieht man natürlich auch auf der Botlane. Also sein GP denkt sich halt einfach, ja, solange ich TP habe, farm ich halt einfach und Splitpush da unten. Ich brauche auch noch einige Items, bis ich hier wirklich in den Punkt reinkomme, dass ich super stark werde. Oh, das ist schön gemacht von Niski. Da gegen Crown, der wird wieder von zwei, nächsten, sogar drei Leuten angegangen. Und Niski kriegt seinen dritten Kill. Genau das willst du. Du willst ihn ja so nach vorne bringen. Problem ist, du tauschst das Ganze jetzt gegen den Drachen. Da kommen Pings Richtung Baron. Das sieht man, ja, das sieht man auch auf Seiten von Optik. Deshalb kann man den hier nicht starten. Drache gegen Kill, würde man normalerweise sagen, immer den Drachen. Also den nimmst du eigentlich immer mit. Das sind Stats, die dir das ganze Game irgendwas bringen. Der Kill gibt dir zwar ein bisschen Gold, ist aber keine Investition für später wirklich. Ja. Aber trotzdem muss man jetzt hier langsam auf Seiten von Crown aufpassen, dass das nicht noch öfter passiert, weil auch die Death-Timer werden halt umso weiter der Spieltimer da ansteigt, auch immer höher. Das heißt, irgendwann wird er dann seine 50, 60 Sekunden eben weg sein. Und gerade er, wo er halt in einer super wichtigen Position ist, besonders was sein Scaling angeht. Ich meine, wir sehen es, beide Stack- oder Scaling-Items sind da jetzt voll gestackt. Dementsprechend sollte er sich da jetzt auf jeden Fall in Acht nehmen. Vor allem, Yasuo wird irgendwann so stark, wir sehen es auch schon. Wir haben Infinity Edge fertig, wir haben Statics fertig, wir haben QSS fertig. Jetzt kommt wahrscheinlich noch das ein oder andere Tanky-Item. Und dann kann der halt auch im Split-Push jeden auseinandernehmen. Das ist auch ein weiterer Punkt, den man eben bedenken muss. Weil Yasuo alleine natürlich auch immer noch so eine Winning-Condition irgendwo ist. Definitiv. Man sieht auch goldtechnisch, 1100 Gold ist er da eben vor Ryze aktuell. Aber man muss da natürlich die QSS runterrechnen. Wobei man auch da wieder natürlich Gold-Effizienz darüber reinrechnen kann, dass es eben Magieresistenz ist.
Und vor allen Dingen, er könnte sich theoretisch auch noch den Krummsäbel holen, aber ich denke, das wird dann, wenn er so ein fünftes Item werden. Wenn das Game dann hier so lange dauern sollte. Können natürlich gut sein. Beide Seiten ja scaling-technisch, wie du schon erwähnt hast, vorhin auch gut aufgestellt. Das heißt, wenn beide Teams wollen, dann kriegen wir vielleicht auch mal ein Game mit Elder Drakes. Ich glaube, so bisher das längste Game, das wir hatten, war so 35 Minuten, wenn mich nicht alles täuscht. So lange ging die Spiele noch gar nicht. Hatten wir nicht ein richtig langes? Das kann sein. Letzte Woche hatten wir ein 49 Minuten Game und das war sogar das von Optik, glaube ich, weil die es nicht geschafft haben zu finishen. Ja, das war auch das Einzige. Also ja. Ansonsten, die Spielzeit ist momentan sehr gering oder vergleichsweise gering. Oh Gott. Licorice mit den guten Trades. Aber Jokler wird immer und immer besser ins Spiel kommen, hat jetzt anderthalb Items. Man muss aber denken, es ist ein Gangplank. Der hat ja nicht nur die Items, die irgendwie besser werden mit der Zeit, auch nochmal die Silbermünzen für seine Ult. Das heißt, auch die wird irgendwann stärker. Vor allem gibt es ihm nochmal Movement Speed, wenn er wirklich alle Stacks davon bekommen sollte. Ja. Also alle Verbesserungen. Hey, aber erstmal muss er ja aufpassen. Licorice sehr aggressiv dagegen, Jokler. Jetzt Hexnicker geprockt. Man geht da trotzdem für den Dive. Reicht das, ist die Frage. Der Schaden vom Joker nochmal durch, aber im Endeffekt der Solo-Kill für Licorice. Und wenn das in der Mitte hier, der Engage of Arrow. Niski ist da dran. Wird durch den Turm nicht down gehen anscheinend. Medios und Big können sich ja gerade so noch retten. Lava muss aufpassen. Der Snipe-Versuch. Niski, du bist super aggressiv dabei. Die Q reicht nicht aus, aber währenddessen Crown da unten down gegangen. Medios, super wenig HP. Überlebt das Ganze aber. Ah, aber es ist genau der Teamfight, den sie jetzt brauchten. Und wahrscheinlich werden sie sich sogar hier den Baron holen können. Muss bedenken, sie sind schon ziemlich low. Aber aktuell auch keiner irgendwie in der Nähe, der da jetzt hintippen könnte. Blaber muss hier aufpassen, dass er mit der Damage bekommt. Ja, sehr lustig, wenn jetzt Yumi den stealt mit einer Q. Ja, Medios kann halt eigentlich nicht. Er hat keinen Flash, er kommt nicht rein. Wenn er von der Seite reinsprintet, ist es auch schwierig. Wir haben gesehen, Licorice ist auch wieder da. Das heißt, der Baron sehr souverän von Cloud9 eingesammelt. Und damit haben sie jetzt den Vorteil, den sie vermutlich brauchen, um sich hier wirklich in die Pole Position zu bringen. Ja. Also sie sollten jetzt auch wirklich viel aus diesem Baron möglichst rausholen. Ja. Goldtechnisch haben sie natürlich jetzt wieder so ein bisschen ausgebessert. 4000 Gold sind sie da vorne. Wir sehen auch auf dem Braum, ist auch eine QSS gefolgt. Damit gleicht sich der Goldlead so ein kleines bisschen aus, wobei man natürlich immer noch, wie gesagt, Magieresistenz zumindest mit reinrechnen kann und den Effekt natürlich auch irgendwo, aber sie können halt später eben nichts daraus bauen, das ist so ein entscheidender Faktor. Auf der anderen Seite, Yasuo hat halt so viel Gold, dass er sich direkt für den flinken Krummsäbel entschieden hat. Ich meine, man kann es auch insofern verstehen, dass er halt sofort auch Lifesteal hat, also das ist natürlich entsprechend auch mal extrem wichtig für ihn, gerade wenn er tief reingeht in die Teamfights. Ich meine, er hat jetzt schon 100% Crit-Rate, dementsprechend macht er auch viel Schaden, was er dann wieder natürlich mit Lifesteal extrem gut verwerten kann. Eine so eine Q stellt dann gerne mal wieder 200, 300 HP wieder her. Hat natürlich zusätzlich auch noch Fleet Footwork. Muss natürlich aber dann gleichzeitig auch aufpassen, dass er jetzt extrem weich ist. Heißt, wenn er irgendwann dann mal reingeht und er sollte es nicht schaffen, die Backline schnell genug auseinanderzunehmen, dann wird er natürlich entsprechend schnell fallen. Ja. Also guter Poke über die Ult hier. Selse ist jetzt halt wichtig, weil er vorne stehen muss und alles abwehren muss. Den Splitpush von Licorice funktioniert nicht ganz so gut. Am Ende ist in der Mitte der Schaden, aber die Yumi-Ult wehrt das Ganze gut ab. Lava muss nochmal raus, vielleicht reicht aber nicht. 2 für 1 Trade bis jetzt. Crown, das Schild ist halt enorm. Ah, der Schild in dem Fall ist enorm, bevor die Leute wieder kommen. Oh, der Damage auf der anderen Seite nicht schlecht. Ja, also, aber hier hat man jetzt auch gerade schon gesehen, was mit Yasuo passiert, wenn er halt einfach in die Backline reindivet. Er platzt. Ja. Das war wieder Yumi, wie sie lebt und lebt. Genau so kannst du die Ult setzen. Ist halt einer der besten Champs, um so ein Engage wirklich einfach komplett abzublocken. Oh Gott, jetzt muss Optik hier aufpassen, dass sie nicht noch mehr da oben verlieren. Aber TP wird gezogen. Ich meine, das hat man jetzt aber schon mal bekommen dann auch von Optik. Und jetzt könnte man eventuell sogar wieder so einen kleinen Vorsprung, was Drachen angeht, aufbauen. Zweiter Inferno Drake, das ist natürlich jetzt extrem glücklich auch gelaufen für Cloud9. Muss man aber auch dann Licorice eben loben, weil er jetzt die Botlane gepusht hat. Gerade so, dass man eben TP nutzen musste von Ryze. Dementsprechend auch die Gegner insgesamt gezwungen hat, sich zurückzuziehen. Ja. Und das ist natürlich gerade, wenn eben dieser Drake erschienen ist, ja, das perfekte Timing. Aber wir sind jetzt bei GP. Maw hat er mittlerweile ausgebaut. Lefanity folgt jetzt auch bald. Wird vermutlich ein Yomus werden. Einfach weil er von Draktar gar nicht so sehr profitieren kann. Auch die Movement Speed werden natürlich nochmal gut für die Rotation. Jetzt sehen wir nochmal diesen Dive, der hier gleich in Anspruch genommen wird. Erstmal das Fass. Du triffst halt auch nur ein Ziel. Also
kriegst sofort die Yuumi Ultimate ab und das ist genau das, was ich halt meinte. Da hilft ihm dann auch ein QSS nicht mehr. Klar, so ein bisschen Schaden kann er eben abwägen, reduzieren natürlich mit der Magieresistenz, aber dir fehlen halt auch irgendwo die HP-Werte, um das Ganze dann ja in effektive Verteidigungswerte umzuwandeln. Ja, da merkt man auch, da ist Vertrauen von Niski da, dass er halt auch wirklich einfach direkt rauf ultet. Ja. Aber man hat gemerkt, das war jetzt in dem Moment nicht richtig. Nee. Denn es war halt nur ein Ziel und dann auch nur das Geil. Ich meine, wenn es halt die Sivir gewesen wäre als Beispiel, wenn du die da ultest, dann ja, potenziell schon möglich. Aber nicht den Skarne. Ja, Turm hat man jetzt trotzdem noch bekommen. 6-2 Türme für Cloud. Nein, wir sehen auf der Botlane das Crown wieder im Splitpush. Also, ich glaube, was Splitpush angeht in Nordamerika, ist Crown bisher der Beste. Jetzt ultet er hier nochmal sicherheitshalber, um rauszukommen. Er überlebt das Ganze natürlich auch. Warum war da gerade ein Vogelschrei? Er hat geultet. Ich glaube, bei dem Skin von Ryze kommt dieser Igel, Adler. Ah, so hat er diesen Amerika-Skin. Ich glaube schon. Ah, okay. Ich bin mir gerade nicht sicher. Hat sich gerade angehört wie so eine Quinn W, glaube ich, jetzt ist. Also ihr Aufdeck-Spell. Oder die Riot Observer spielen einfach ein paar Sounds ein. So, Janus, is it you? Der will uns verwirren. Ja, es ist Onkel Ryze, okay. Optik lauert hier vielleicht für eine Trap. Skarner, Pölter wird gezogen. Oh, der Sidestep nicht schlecht. Jetzt die Yuumi ult. Damit kriegst du den Boromir. Ja, wird auch nochmal gestunt. Am Ende sogar geultet. Aber kommt da nochmal raus. Ja, denn der hat auch eine QSS. Sehr gut gewartet von Selse hier. Ja, mittlerweile haben halt wirklich alle eine QSS, bis auf Gragas. Ja, dafür immerhin die Stopwatch. Gragas ist natürlich auch nicht unbedingt der Faktor, den du jetzt in dein Team reinziehen möchtest. Wenn du ihn halt nämlich nicht schnell genug erledigst, ja, dann drückt er danach halt eine Melee-Ult. Ja. Und wenn er dann erstmal im gegnerischen Team sowieso schon drin ist, weil du ihn reingezogen hast, na, dann ja, bedankt sich Yasuo natürlich für die Free Ultimate. So, der nächste Baron ist in 50 Sekunden da. Es könnte sein, dass sich über diesen Baron dieses Game entscheidet. In 2 Minuten noch der nächste Drache ist. Der letzte Elementardrache, danach kommt der Ahnendrache in die Kluft. Der Big Boss, wenn es dazu noch kommt, wie gesagt. Also ich glaube, wenn jetzt Cloud9 hier einen krassen Teamfight gewinnt, dann den Baron bekommt, ja, dann soll es das gewesen sein. Auf der anderen Seite, Optik wird sich halt nochmal Zeit rausholen, die sie auch brauchen. Eben, weil Sivir und Ryze dann nochmal besser ins Spiel kommen. Ryze jetzt sogar mit 3 Items, Sivir schon mit 4. Ja, wenn die noch an Item 5 oder 6 sind, die eben später kommen, vielleicht die Schuhe austauschen, dann könnte das nochmal interessant werden. Hat sich hier auch nochmal zusätzlich den Ritterschwur geholt, der liebe Meteos, um nochmal Arrow zusätzlich abzusichern. Ist natürlich ein Item, was sich Yuumi eher nicht so kaufen kann. Das wäre extrem lustig, wenn sie halt einfach dann als Backpack sterben würde, weil sie die ganze Damage bekommt durch den Ritterschwur. Oh, da oben der Schaden an Arrow ist nicht schlecht, aber man kann gut für ihn peelen, beziehungsweise das heißt, man kann peelen, man opfert sich so ein bisschen mit seinen AD Carry. Ja, Arrow und Meteos kommen raus, aber klar, nein, da war der Teamfight, den ich angesprochen habe. Ja. Jetzt können sie vielleicht für den Indip gehen und danach die Rotation zum Baron wagen. Genau das darf Optik nicht passieren. Jetzt sind sie hier zu dritt gegen 5. Sivir hat zwar Wave Clear, aber das sollte man nicht halten können. Ja, auch Braum gerade nochmal extrem gut das Fass vom Dokla abgeschirmt. Auch da keine Möglichkeit für ihn dann gewesen, das Ganze zu Wave Clearen. Und jetzt hast du zwar immer noch eine Sivir, die das verteidigen kann, aber du wirst halt zwangsläufig diesen Baron verlieren. Und das war jetzt ein extrem fataler Fehler, der Optik überhaupt nicht hätte passieren dürfen. Ich meine, sie wissen, was sie für eine Com spielen. Sie wissen, für welche Teamfights sie nicht gehen dürfen. Und ja, genau für solche Teamfights gehen sie. Auch unlucky, dass halt Yuumi sofort stirbt, weil sie eben alleine rumläuft und eben nicht als Rucksack fungiert bei Arrow. Und man sieht jetzt auch, wie viel Damage du da anrichten kannst beim Baron. Das wirst du halt beim besten Willen nicht mehr verteidigen können. Ja. Musst sogar aufpassen, dass du nicht engaged wirst. Ja, stark gemacht von Cloud9, auch wieder Licorice, der da auf der anderen Seite von Baron Pit stand und die Gegner so ein bisschen verunsichert hat. Somit der nächste Baron für Cloud9. Mal gucken, was sie damit anstellen können. Jetzt sehen wir das Ganze nur aus der Sicht von Niski, wie das Ganze hier engaged wurde. Hat sein Knockup-Ready das doch stark gemacht, die Flash-Combo ausgenutzt, denn wenn zwei Leute auf einer Stelle gehalten werden, keine Chance. Er ist halt auch einfach nur rausgegangen, ne, aus dem Backpack. Ja, bittere Angelegenheit. Dokla jetzt hier kommt eigentlich auch langsam ins Game. Gangplank mit 3 Items. Man hat halt dieses super harte Scaling auf Seiten von Optik, aber das Problem ist, wenn du die Zeit bis zu diesem Punkt nicht überbrücken kannst, der eigentlich so bei Minute 35 anfängt, klar, aber
Dafür ist Cloud9 gerade zu weit vorne. Das heißt, sie müssten nochmal ein paar Minuten aushalten auf Seiten von Optik. Und wenn du die Zeit bis dahin nicht überbrückst, das heißt, wenn du zu viel abgibst, wie es jetzt hier gerade passiert, also ich meine 7 zu 2 Türme, 8000 Gold Vorsprung, 3 zu 3 Drakes ist zwar noch okay, aber es sind halt zwei Höllendrachen plus nochmal ein Baron. Das größte Problem ist einfach, dass Yasuo so weit nach vorne gekommen ist. Ja. Weil wir sehen jetzt auch bei Gragas, auch er hat sich noch eine QSS geholt. Jetzt haben wir hier 5 QSS. Ezreal hat das Ganze auch schon ausgebaut. Sie können es halt auch gerade super verwerten, einfach weil sie goldtechnisch so weit vorne sind. Das interessiert sie halt überhaupt nicht. Und man sieht, der nächste Teamfight, der da direkt ausbricht. Misky spielt das auch super gut, muss man sagen. Der nächste Inhib, der offen ist, der wird wahrscheinlich jetzt auch gepusht werden. Wobei, Optik sucht vielleicht sogar noch mal die Möglichkeit. Kann das Ganze zumindest erstmal verteidigen. Aber wir sehen schon, Toplane kommt auch eine Wave rein. Die droppt jetzt in den Turm. Druck überall. Cloud9 kann ein bisschen weiter nach vorne und Optik muss sich ein bisschen zurückziehen. Das Problem, was natürlich jetzt auch bei Optik so langsam sich herauszeichnet, nachdem jetzt 5 QSS da sind, ist natürlich auch, dass ihnen so ein bisschen der Engage fehlt. Und sie halt immer das Team sind, was engaged werden, aber selber keine Möglichkeit haben, diesen Teamfight hier anzugehen. Was halt ihr super gutes Scaling nochmal schwerer macht auszuspielen. Weil wenn du als erstes dieses Fass ins Gesicht bekommst, dann die Yasuo Ultimate und dann halt schon die Hälfte deiner HP verloren hast, ja, dann bringt dir halt der höhere Damage, den du halt aufgrund deines Scalings zur Verfügung hast, auch nichts mehr, weil die Gegner sind halt noch Full HP und du hast nur noch 50%. Ich versuche jetzt nochmal mit Mann und Maus zu verteidigen, aber zwei Lanes sind schon durchgepusht. Wir sehen über 2 Minuten auch noch der Midlane-Inhibitor, der da fehlen wird. Und jetzt auf der Toplane muss man einfach nur auf die Minions warten. Da hat man noch mit dem Baron-Buff noch genug Zeit, vielleicht dort den letzten Inhib gleich zu zerstören. Hier muss man erstmal aufpassen. Sie wird gezogen. Man kann aber gerade nicht wirklich rangehen. Und jetzt Toplane hat die Wave. Ryze kann das Ganze natürlich noch halbwegs solide clearen, aber wenn man da jetzt hochrotieren würde auf Seiten von Cloud9, was aber gerade irgendwie nicht so stattfindet, dann sollte der Turm auch Geschichte sein. Ah, klar, das Ultimate ist halt hier jetzt schon mal raus, hat halt nichts getroffen, beziehungsweise Sivir, aber die hat das Ganze abgefangen. Ah, jetzt nochmal der Versuch da von Liquid, der macht da gut Schaden an Crown, der muss sogar ins Sonias gehen, weil hier sonst wirklich komplett zerstört wird. Jetzt nochmal raus und Niski mit dem ersten Kill, Dokla down da unten, Arrow ist auch komplett in Gefahr, steht da mittendrin, wird nochmal wiederbelebt, aber der Yumi, die platzt so schnell weg, währenddessen da oben auch Liquid und Niski mit einem richtig guten Job und damit Optics erste Niederlage und Cloud9 zieht wieder gleich, ist mit auf dem ersten Platz, GGWP. Starke Performance von Cine. Ja, definitiv. Ja, einerseits muss man hier Cloud9 loben, die halt Yasuo und Gragas extrem gut ausgespielt hat. Auf der anderen Seite muss man halt auch Optik kritisieren, wie sie ihr Early Game einfach gespielt haben. Also gerade, dass halt Crown sich dreimal solo catchen lässt, beziehungsweise ich glaube die erste Aktion, da konnte er noch relativ wenig für, haben diese 2 Catches auf der Toplane, haben halt wieder noch mehr Gold in die Tasche von Yasuo gebracht und du weißt halt, wie stark Yasuo. Du wusstest auch, dass er somit der stärkste Scaling-Faktor noch bei C9 ist und dass er vor allem mit der Gragas Ultimate zusammen einen Teamfight Engage ist, den du halt so danach erstmal nicht mehr beantworten kannst, weil wenn der Engage erstmal auf eine Sivir durchkommt, ja, dann hat zwar Yumi noch ihren Heal, und Yumi hat halt auch einen netten Poke und Yumi hat halt auch eine Ultimate, die du irgendwie nutzen kannst. Aber einerseits hat halt Braum ganz gut dagegen gearbeitet, auch immer wieder mit dem Schild, wo er wichtige Fähigkeiten wie zum Beispiel einen GP-Fass-Kombo abgewehrt hat. Also, wenn du sowas Langsames pickst, dann darfst du dir einfach gewisse Fehler, die du da in dem Moment dir erlaubt hast, nicht erlauben. Weil dann merkt man auch irgendwann, wenn es goldtechnisch gar nicht mal so gut für dich aussieht und du extrem weit behind bist und vor allem dein einziger Engage ein Skarner ist, ja, das Gegnerteam hat mehr Gold dazu, die kaufen 5 QSS, Skarner ist kein Faktor mehr so wirklich und du bist halt im Endeffekt die ganze Zeit in dieser Position drin, wo halt ein Gragas-Fass kommt oder ein Knock-Up von Braum oder eben ein Knock-Up von Yasuo selber und du wirst immer als erstes engaged und verlierst halt immer den Teamfight, bevor du ihn überhaupt selber angehen kannst. Ja, definitiv. Stimme ich dir hundertprozentig zu. Aber ich glaube einfach, wenn du den Skarner ausgetauscht hättest, hättest du viel mehr oder halt ja. Gangplank, eins von beiden, weil es halt, wenn du in die Phase kommst mit diesem super harten Scaling, es halt GG, das macht dann auch super viel Spaß und dann hätte auch wahrscheinlich Cloud9 komplett. Du hattest ja auch genug Scaling an sich und wenn wir ja mal die Toplane jetzt als einziges nochmal betrachten, war das halt auch eine echte Problemline von Optik. Ja. Erstmal das Interview. Thank you very much, I'm here with Blabber. Blabber, I talked to you yesterday, as you've been playing in Academy Super Week, so when did you know you were going to be playing in LCS today? I found out yesterday after my match, actually, that I would be playing today. I was scrimming this week, so I was pretty prepared, I'd say. And how much time did you actually get to play with Niski? And I know you've played a lot of Gragas Yasuo with Golden Glue, you played even with Jukes on the Academy side as well. How much time did you get to practice certain combinations with Niski? It wasn't that much practice this week because of my Academy schedule. I also scrimmed all our Academy games too, so
I didn't get that much time, but I've been playing Gragas Yasuo for a while now, so I'd say I'm pretty experienced with it. I'd say I'd agree. Final question for you, Blaba. Will we see you play tomorrow? You'll find out. All right, Blaba, thank you very much, and congratulations on the win today. We are going to throw it back now to the State Farm Analyst Desk. Ja, nett zu hören, der gute Blaba scheint sehr viel zu tun haben. Mhm. Er hat anscheinend fürs Main-Team gescrimmt und für die Academy League. Wie viel spielt denn der am Tag, bitte? Hat er überhaupt noch Zeit für irgendwas anderes, ist die Frage. Braucht er auch nicht. Nö. Ist noch jung genug. Der kann noch arbeiten, weißt du? Machen wir mal Ton aus. Das war jetzt gut. Was wollte ich jetzt? Ach, das Interview, genau. Am Ende ging es so darum, er hat halt gestern, ich meine auch, du spielst so deine Academy League Game und dann sagt dir danach vielleicht so der Coach oder der Owner, vielleicht der Owner von Cloud9 Jack, ja, übrigens, du spielst morgen SCS. Das ist auch nochmal so eine Sache. Ja. Ich bin gespannt, ob wir ihn morgen sehen. Hat er auch mit so einem Augenzwinkern. Ich könnte mir vorstellen, dass er morgen nochmal spielt, weil er, wenn er auch die ganze Woche mitgescrimmt hat, beim Main Team wahrscheinlich die bessere Lösung ist. Dann ging es noch kurz um die Synergy mit Niski, weil er sehr viel mit den Cloud9 Academy Midlane, also mit Golden Glue und mit, das wird der Name entfallen, vom brasilianischen. Jukes, glaube ich, heißt er. Jukes war es. Der spielt irgendwie Top und Mitte. Ist ja auch egal, ist jetzt nicht dran wir. Aber mit denen hat er Practice. Mit Niski nicht so. Aber es hat trotzdem gut funktioniert, muss man sagen. Zwar ein, zwei Mal war Niski zu selbstbewusst. Oder dachte ich, okay, Blaba ultet, ich spring rein. Aber insgesamt, man hat den Sieg geholt, so was man wäre. Ja, also ich muss auch insgesamt sagen, also ich habe Blaba ja im. Ich weiß gar nicht, ob es. Ist auch alles immer so lange her gefühlt, obwohl es nicht lange her ist. Ich weiß nicht, ob es im Summer Split 2018 war oder halt im Spring Split 2019, also dieses Jahr. Aber ich muss sagen, als Blaba halt reinkam so langsam, er ist ja auch noch nicht so lange dabei, ist auch recht neu, hat er mir tatsächlich sehr gut gefallen. Cloud9 hatte da ja auch so ihre Probleme, wen sie jetzt im Endeffekt spielen lassen, haben ja super viel ausgetauscht. Das war halt die Season, wo ja auch Sneaky dann ins Academy-Team gesteckt wurde. Und da muss ich sagen, hat Blaba halt wirklich gut performt und auch hier wieder in dem Game, also... Ich wünsche ihm viel Glück und viel Erfolg auf jeden Fall auf seinem weiteren Weg. Da ist ja noch einiges, was er sich auf jeden Fall, auf das er sich einstellen kann. Ja, definitiv sehr talentierter Spieler. Wir haben es auch gesehen, da wurde eingeblendet während des Interviews irgendwie über 70% Winrate in 19 LCS-Spielen. Ja. Kann man mal machen, aber wir schauen noch auf ein paar Szenen, nämlich vom guten Blaba jetzt zum Beispiel auf der Top-Lane, früher Gank. Und das hat auch geholfen. Du hast schon angesprochen, Top-Lane war so die Problem-Lane bei Optik. Lag natürlich auch daran, dass sie Nein das sehr gut gemacht hat, dass sie halt Licorice sehr früh nach vorne gebracht haben. Alleine durch diesen Gank hatte man halt so einen kleinen Vorteil. Und dann kam halt der Solo-Kill von Licorice und da war es eigentlich vorbei für den Gangplank, zumindest bis Minute 40 oder so. Dann hätte man eventuell zurückkommen können. Ja, aber wir sehen es auch nochmal, Blaba oben. Schöner Dive, den man da gespielt hat. Auch mit der Stopwatch gut gearbeitet gleich, um eben diesen Turret-Shot nochmal zu entgehen. Es hätte ein cleaner Dive. So viel besser kannst du es gar nicht spielen. Auch nochmal gut halt, dass er eben da die Tower-Akku noch ein bisschen tankt, damit nicht Blaba gleich wieder vom Turm angegriffen wird. Aber insgesamt muss man sagen, war eine extrem gute Leistung von Cloud9 und Optik. Ja, brechen wir es mal auf das auf ganz geringe runter, auf was ganz Kurzes. Sie schienen etwas sehr überfordert damit zu sein, nicht ihre Standard-Comp zu spielen. Erstens das und zum ersten Mal lagen sie auch zurück. Ich glaube, das hat denen auch überhaupt nicht gut getan, von behind zu spielen. Viele Teams können das ja nicht. Und das ist so dieser Teufelskreis. Wenn du ein Team bist, das weiter unten ist, was vielleicht nicht so den besten Draft hat oder nicht confident ist, dann fällst du zurück, kannst aber nicht von behind spielen. So normalerweise bist du vielleicht gar nicht so schlecht, wie die Leute denken, weil du, wenn du eine Lead hast, sie auch ausspielen kannst. Bei Optik war das hier nicht der Fall. Jetzt nach dem Spiel heute, glaubst du, sie gewinnen morgen gegen Team Liquid? Ja? Ich bin zuverlässig. Die Frage ist jetzt natürlich, was nehmen Sie an Informationen daraus mit? Ich meine, es tut Ihnen ja sicherlich auch gut, mal was anderes zu spielen. Ja, auch definitiv. Da halt mal so ein bisschen Erfahrung zusammen, als immer nur zu sagen, ja, wir verlassen uns ja auf die Poppy. Wo man natürlich sagen muss, Sie haben auch ein Spiel ohne Poppy gewonnen. Also ist jetzt nicht, dass Poppy der alleinige Faktor ist. Aber ich denke, gerade aus dem Spiel können Sie noch mal einiges an Erfahrung mitnehmen. Ja. Und ich bin gespannt, ob halt morgen Team Liquid wieder Poppy band. Das war halt so dieser 200 IQ-Band, den Klot dann rausgehauen hat. Weil klar, manchmal ist es so, der Champ ist durch ein Hinameter, aber wenn du halt jemanden da Target bannen kannst oder wenn du vielleicht so einen Pick hast, den die Gegner priorisieren. Auch der Sejuani-Bann hat super viel ausgemacht. Hat ja auch, muss man auch noch sagen, bei Cloud9 den eben auch gebannt, wobei man da natürlich nicht unbedingt von einem Target-Bann sprechen kann. Den spielen halt alle Teams in der LCS momentan sehr, sehr gerne, aber auch bei Optik hat sich das so als so ein Favorit-Champ rausgetan. Definitiv. Was wir nicht so favorisieren, aber trotzdem machen müssen, ist eine Pause, 6,5 Minuten. Danach haben wir TSM gegen Clutch Gaming, wenn mich nicht alles täuscht. Ich schaue nochmal nach, aber du sagst schon ja. Nee, wir haben CLG gegen Echo Fox.
Ich will halt immer TSM sehen, deshalb dachte ich die Und ich will dir einfach nur zustimmen, weil ich in dich vertraue. Und jedes Mal werde ich ja tun. Mach mal klar, mach mal. Nee, also CLG gegen Echo Fox kann auch sehr interessant werden. Beides Teams, die Höhen und Tiefen hatten schon in diesem Split. 6,5 Minuten. Bis gleich. Haut rein. Mach das wunderbar! Was ist denn da los?